Ja, guten Abend und herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums zu einer besonderen Werkschau, die wir dieses Wochenende gemeinsam mit dem Filmkollektiv Frankfurt durchführen. 8 Filme von Robert Hossein, der eine Wiederentdeckung hat, vor allem als Schauspieler sehr populär war, bekannt war, aber als Regisseur auch 15 Filme gemacht hat, was weniger bekannt ist, vor allem die Filme wenig bekannt sind. Es ist eine großartige Reihe, die wir mit dem Filmkollektiv Frankfurt zusammen machen. Wir machen immer 2, 3 Filmreihen pro Jahr gemeinsam. Ganz herzlichen Dank hier an Gary Vanissian vom Filmkollektiv für die Zusammenarbeit und für die gute, vertrauensvolle Kooperation. Und er wird auch gleich noch selbst ein paar begrüßende Worte an Sie richten und dann die Gäste nach vorne bitten. Das Gespräch wird eigentlich nach dem Film dann stattfinden. Alle Filme kommen tatsächlich als 35mm Archivkopien aus Frankreich, müssen alle live eigens untertitelt werden. Das ist natürlich auch ein besonderer Aufwand und was hier bei der Durchführung sozusagen anbelangt. Dafür herzlichen Dank an die ganze Vorführabteilung, insbesondere heute Hans-Peter Marbach, Pramila Cintana, die morgen dann vorführen wird, Günter Volkmann, der einige Kopien am Sonntag vorführen wird und vorbereitet hat, und heute zum Beispiel Leonardo Costadura, der die Untertitel Einspielung überwachen wird. Ja, so viel dazu von unserer Seite. Dann freue ich mich, jetzt begrüßen zu dürfen Gary Vanissian, der dann das weitere zur Reihe sagen wird. Vielen Dank nochmals für die gute Zusammenarbeit und für die Vorbereitung. Und ich freue mich auch auf diese Retrospektive. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich wirklich sehr, sehr mit Ihnen gemeinsam diese Hommage an Robert Hossein zu eröffnen. Ich freue mich, dass es wirklich so voll ist und wir gemeinsam jetzt Les Salauds vont en enfer sehen werden, den Debütfilm von Robert Hossein. Ich möchte noch ganz kurz aber nicht weniger herzlich unseren Förderern danken, nämlich der Hessen Film und Medien GmbH, die diese Veranstaltung maßgeblich fördert, und dem Kulturamt der Stadt Frankfurt, Johannes Promnitz und Anja Söhns. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, ohne die das nicht möglich gewesen wäre. Und natürlich großen Dank an Andreas Beilhals, Natascha Gigas vom Deutschen Filminstitut, DFF. Ich muss mich noch dran gewöhnen, pardon. Ja, ich möchte jetzt gar nicht länger reden, sondern ich möchte, I would like to invite you to welcome with me the two guests of this evening, Robert Hossein. And Marina Vladi. Bienvenue à Francfort. J'ai deux de mes fils, de nos fils, qui sont avec nous. Ja, also ich habe ein großes Glück. Ich habe unsere beiden gemeinsamen Söhne, die heute Abend auch hier im Saal sind und hinten sind. Alors, on va vous présenter notre premier film ensemble. C'était le premier film de Robert. C'était pas le premier film pour moi. C'était le 15e peut-être. Mais c'est un très beau film qui va vous donner beaucoup de plaisir, j'en suis sûre. Donc, je ne pense pas qu'on va parler longtemps, on parlera après le film, si vous voulez bien. Vas-y, Ted, tu veux je traduire. Je traduire. Wir werden Ihnen jetzt unseren ersten gemeinsamen Film zeigen, Les Salauds vont en enfer. Es war das Spielfilmdebüt von Robert Hossein. Es war für mich nicht der erste Film. Ich hatte vorher schon an die 15 Filme gedreht, aber die erste gemeinsame Arbeit, und ja, es ist ein sehr schöner Film und ich bin mir sicher, dass er Ihnen gefallen wird. Alors, à toi. Merci. C'est très émouvant pour moi parce que je vais vous dire la vérité, ce soir, je suis comme vous. Je ne sais pas plus sur le film parce que quand je l'ai fait, j'ai cru que j'avais 12 ans. En réalité, j'en avais 25. Voilà. Alors, j'ai beau avoir de la mémoire, et en plus, il faut être humble. Donc, si on continue à penser au film qu'on a fait il y a 100 ans, on n'en finit plus, on ne fait plus rien. Car il faut essayer d'arriver, de continuer en progressant et de se mettre au service des autres et pas toujours de soi.
toi, je te disais. Donc, ne pas se prendre au sérieux et se mettre sérieusement à la disposition d'autre chose que de soi-même. C'est pour ça que je suis touché, ému, que j'adore cette salle, qui n'est pas trop immense, puisque ensuite, j'ai monté des spectacles dans des salles de 1000, 2000, 10 000 places. 60 000. Oui, même ça. Donc voilà, alors avec humilité, je vous remercie d'être là et je suis aussi très heureux d'être là avec évidemment Marina, ce qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Mes enfants aussi sont là, ma femme est aussi là et qui est amie. Découvert de famille, voilà. Voilà, et mère de famille et pour lequel j'ai la plus grande admiration et pour vous tous. Car le fait d'être là pour aller voir un film, je vais vous faire un aveu, je vais le découvrir en même temps que vous. Voilà. Parce qu'à l'époque, voilà. Et comme il y en a quelques-uns autres, paraît-il, ouais. Il y en a qui 9. Vont passer, il y en a peut-être que je me souviendrai. Merci. Allez, on y va. Ich werde noch kurz übersetzen. Ich sage Ihnen die Wahrheit, ich werde den Film heute mit Ihnen sozusagen gemeinsam sehen, weil ich mich daran an den Film auch gar nicht mehr so erinnere. Ich habe das Gefühl, als ich den Film gemacht habe, war ich 12 Jahre alt, dabei war ich tatsächlich 25 Jahre alt, als ich diesen Film gedreht habe. Und mit aller Bescheidenheit möchte ich sagen, dass es auch die Tatsache, dass ich dann diesen Film gemacht habe, eben lange Zeit her ist und seitdem habe ich mich weiterentwickelt und weiter neue Wege eingeschlagen und es ist auch wichtig, sich der Meinung anderer auszusetzen und sich selbst nicht so ernst zu nehmen und an etwas anderes zu denken als nur an sich selbst und deshalb ist das ja für mich auch trotzdem ein sehr bewegender Moment, hier zu sein. Und ich habe auch dann, nachdem ich Filme gemacht habe, angefangen habe, Spektakel, also große Theateraufführungen zu machen, die zum Teil Zehntausende, Zwanzigtausende von Zuschauern hatten. Und und heute Abend aber sehen wir diesen Film und wie erwähnt sind unsere beiden gemeinsamen Kinder da und meine Frau, Candice Patou, ist da und die Tatsache, dass sozusagen Sie alle hier sind, berührt mich und ja, ich werde den Film heute Abend gemeinsam mit Ihnen nochmal neu entdecken. Danke, gute Projektion. Merci d'être resté jusqu'au bout. À toi. Danke, dass Sie bis zum Ende geblieben sind. Je ne m'en souvenais plus. Comment c'était de revoir le film? Wie war es, den Film wiederzusehen? Vous savez, je n'ai pas à discuter de ce que j'ai fait ou pas fait. Je veux dire que c'est mon premier film, et un premier film, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est à l'époque où ça a été fait. Car il s'est passé beaucoup de choses depuis. Et je suis surpris de penser que j'avais 25 ans lorsque j'ai fait un film pareil et que j'ai joué aussi dedans et avec toi, etc. C'est marrant. Mais voilà. Oui, très marrant. Mais enfin, écoutez, il y a des choses plus graves et plus importantes sur la planète et il faut peut-être essayer de faire quelque chose qui donne un peu d'espoir. Et de joie et de... il vaut mieux essayer de tenter de sauver la planète aujourd'hui. Oui. Alors, c'est un souvenir nostalgique, parce que ça m'a rappelé des tas de choses, et des tas de camarades, et des tas de gens, et je m'aperçois qu'il y avait quand même pas mal de talent parmi ces gens, et je vous demande, vous, de vous mettre à la place de nous, lorsqu'il y a des années. Pensez qu'aujourd'hui, ça fait des années, et je suis très honnête avec vous, à moins d'être un con prétentieux, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de présent où vous n'êtes pas endormi, quoi. Non. Vous avez regardé jusqu'au bout, mais mettez-vous à ma place,
c'était nourri de bandes dessinées à l'époque et de mes camarades et des auteurs et des écrivains et tout ça, que ça m'a inspiré. Et ensuite, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai passé ma vie en pension. Meudon, Chatou, Clamart, Brunois, Versailles, dans des tas de collèges. Et j'ai eu très envie de... très attiré par le cinéma. Et... je montais des tas de spectacles dans les pensionnats où j'étais. Et maintenant, ça me rappelle... voilà, tous ces souvenirs. Et j'ai découvert aussi que Marina était... ravissante, belle et bonne comédienne et ben, voilà, puis c'est tout. Et j'en tire aucune vanité, aucune gloire, aucune rien, puisque depuis j'en ai fait d'autres et je me suis aussi trompé, j'ai réussi des choses, j'en ai loupé d'autres. Et mon père me disait, et je passe la parole à Marina, c'est la première cinquantaine la plus dure, tu verras. J'avais 14 ans. Mais après, ça va mieux. Et moi, je demandais, mais pourquoi ça va mieux? Eh, parce qu'on s'habitue, alors fais gaffe de jamais t'habituer. Bon, ben, je vais essayer. Je passe la parole. Est-ce que traduire, je vais traduire. Il faut qu'ils traduisent. Ah oui. Ah, pardon. Ah oui. Ja, also sozusagen, es war mein erster Film und Sie müssen sich vorstellen, sagen, für die Zeiten, in der Film gemacht worden ist, ich war 25 Jahre alt, einen solchen Film zu machen, ich bin erstaunt, dass ich einen solchen Film gemacht habe. Es gibt allerdings auch sozusagen ernstere, wichtigere Dinge als ein Film. Es geht sozusagen darum, jetzt etwas Hoffnung in die Welt zu bringen und ja, sagen auch an Gegenwärtiges zu denken. Aber es ist eine Erinnerung, eine Nostalgie, die dieser Film hat. Und der Film hat mich erinnert an einen Haufen von Kameraden, einen Haufen von Partnern, einen Haufen von, also eine große Zahl von Talenten, die wir hatten. Und ja, wenn sie sich dann an unsere Stelle setzen, dann, ja, es geht sozusagen darum, dass, oder als ich den Film gesehen habe, es war eine gegenwärtige Erinnerung auch und es ist ein Film, der von guten Wünschen erfüllt war und eben an mich an vielen Kameraden erinnert hat oder auch an Co-Autoren, mit denen ich das geschrieben habe. Und ja, ich möchte ehrlich mit Ihnen sein. Ich habe den ersten Teil meines Lebens in Pensionaten verbracht, also in sozusagen Erziehungsheimen, in Collegen und in College, und dort habe ich auch Theateraufführungen inszeniert, damals schon. Und als ich den Film gesehen habe, jetzt hat mich das daran erinnert. Und ich habe auch damals schon viel Kino gesehen. Und ja, und jetzt habe ich den Film gesehen und gesehen, wie herrlich und hinreißend Marina ist in dem Film. Und und ja, ich sag das auch ohne Eitelkeit in Bezug auf den Film. Ich habe nach dem Film noch viele weitere Filme gemacht. Ich habe mich geirrt, ich habe Sachen versäumt, ich habe etwas nicht gemacht. Aber ja, und ich denke daran an meinen Vater, der einmal gesagt hat, die ersten 50 Jahre sind sozusagen die anstrengendsten. Und dann, genau, um das ganz richtig zu übersetzen, ja, und das Wichtigste ist, ja, und dann, danach wird es besser. Und warum wird es besser? Weil man sich gewöhnt und das Wichtige ist, sich nicht zu gewöhnen. Das, ja. Donc, merci. Marina. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, sincèrement, parce que je pense que Robert, qui a fait ce film, c'est son premier film, mais avec quelle maestria. Je pense que vous pouvez nous poser des questions, ce sera plus simple que de parler comme ça, dans le vide. Hein? Qu'est-ce que tu penses? Oui, et puis, ce qui est intéressant, et je finis de parler, c'est qu'il paraît que vous passez plusieurs films. Ah oui. Bah oui. Oui. Et comme il y a beaucoup de films, vous verrez l'évolution quand j'ai commencé à 20 ans et comment je termine aujourd'hui à 100 ans. Alors, vous verrez l'évolution par rapport aux films. Oui. Ils connaissent les noms des films. Oui, ben ils ont, oui, les programmes. On va passer encore ça. Yeah,
Marina Vladi sagte, ich habe über den Film nicht so viel zu sagen, aber es war der erste Film, oder Roberto Arsène hat mehr über den Film zu sagen, es war sein erster Film. Und mit Maestria. Ja, mit Maestria gedreht und es wäre... Translate my words. Ja, Maestria. Und ja, und es wäre vielleicht auch angenehmer und besser, wenn wir diskutieren würden, wenn Fragen von Ihnen kämen, also besser als über den Film einfach so zu reden. Und Roberto Arsène hat noch gesagt, und das ist ja eben der erste Film, den ich gemacht habe, und da wir hier im Verlauf dieses Wochenendes noch weitere Filme zeigen, werden Sie eine Evolution oder eine Entwicklung sehen von einem Film, den ich sozusagen mit 20 Jahren gemacht habe, bis hin zu heute, was ich mit 100 Jahren mache. Und an dieser Stelle möchte ich dann vielleicht auch gleich das Wort eröffnen, wenn es Fragen im Publikum gibt. Donc, s'il y a des questions de votre part, dann, genau, wir haben Andreas Weilhals hat ein Mikro und Sie können sich gerne melden und Fragen stellen in Deutsch, Englisch, Französisch. Andreas? Auch etwas mit sozusagen Blick in die Zukunft. Wie kam es zu Ihrer Zusammenarbeit mit Frédéric Dard und was hat Sie beide so stark aneinander gebunden? Sie haben ja einiges mit ihm gemacht. La question est à propos de la collaboration avec Frédéric Dard, puisque vous avez fait plusieurs œuvres ensemble. Qu'est-ce que vous avez attiré si fort à un autre? Comment la collaboration avec Frédéric Dard s'est évaluée? Extraordinaire parce que nous étions très liés dans la vie elle-même. C'était un écrivain magnifique et un être humain très très rare et qui a été formidable avec moi, comme Alain Decaux. Et... J'ai le sentiment de retourner en arrière, mais en même temps, il est urgent d'aller en avant. Et je vous remercie. Si parmi vous, il y a des gens qui font du cinéma, ils peuvent m'engager s'ils veulent. Mais voilà, on est perpétuellement à la recherche des moyens pour tenter de faire des films. Voilà. Et j'ai eu la chance avec Marina de faire des films intéressants, que je crois. Et depuis, comme je suis marié avec une femme avec qui j'ai aussi tourné au cinéma, dont on va faire voir peut-être, je crois, un ou deux films avec moi. Oui, dans cette programmation, non, on va pas montrer le caviar rouge, ni les Misérables. Ils n'ont pas programmé de film. On n'a pas programmé. Mais une autre fois. Allez Misérables avec Louis Ventura, non? Oui, non, on montre pas ça, mais une prochaine fois. Oui, en tout cas, je voulais simplement. Mais tu as fait tellement de films, ils peuvent pas tout montrer de toute façon. Oui, c'est vrai. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Et terminons comme la phrase, vous connaissez un écrivain qui s'appelle Jean-Paul Sartre, qui a écrit Les mains sales, qui a écrit Huis clos, qui a écrit La putain respectueuse, qui a écrit, il termine... Ah, je peux pas te souffler. Par une phrase que je viens d'oublier. Candice. Hein? Eh bien, continuons. Voilà, et il dit à la fin... Eh bien, continuons. Eh bien, je vais tenter de continuer. Et je vous remercie de ne vous être pas complètement endormi. Parce qu'il doit être l'heure, je ne sais pas l'heure qu'il est maintenant. Laisse-le traduire un peu. Bon. Ah oui, c'est vrai, il faut traduire, mais... Ah ben oui. Ja, also auf die Frage nach der Zusammenarbeit mit Frédéric Dard. Es war eine außergewöhnliche Zusammenarbeit. Wir waren sehr eng verbunden, auch im Leben außerhalb des Berufs. Es war ein großer Schriftsteller, aber auch ein sehr seltenes menschliches Wesen, also ein sehr seltener Mensch, mit dem es vorzüglich war, zusammenzuarbeiten. Und wenn ich
daran, diese Erinnerung nachdenke, dann kommen eben ja, Erinnerungen zurück und man sollte auch nicht nur zurückdenken, sondern auch vorwärts denken. Aber wir waren damals beständig auf der Suche nach Möglichkeiten, um Filme zu machen. Und wenn jemand von Ihnen Film machen möchte und mich engagieren möchte, dann gerne. Und mit Marina Vladi haben wir einige sehr interessante Filme gemacht zusammen, aber dann eben auch nicht nur mit Marina Vladi, sondern auch mit Candice Patou, meiner Ehefrau, mit der wir auch Filme gemacht haben, die jetzt hier im Programm nicht gezeigt werden, aber Les Misérables und Le Caviar Rouge. Und ich möchte schließen mit einem Satz von Jean-Paul Sartre, dem Schriftsteller, der geschrieben hat, eh bien, continuons, also na gut, machen wir weiter. Und ich bin bestrebt, weiterzumachen. Und bin bestrebt, weiterzumachen. Und ja, das. Ja. Et on va essayer de continuer. Irgendwas, ja, wir werden versuchen, weiterzumachen. Ne? Voilà. Merci beaucoup. Merci.